Hallo und willkommen im Archopark. Ich bin Benjamin Schurch von der Universität Tübingen. Jetzt wollen wir uns anschauen, was wir zugeschickt bekommen haben. Eine Muschel mit Ocker. Die Menschen im Archopark haben auch mit Ocker gearbeitet, aber ihre Kleinkunstwerke hauptsächlich aus Elfenbein hergestellt. Neben den Elfenbeinfiguren zeigen wir Ihnen am Vogelherd natürlich auch die Vogelherdhöhle, die man im Hintergrund hier sehen kann. Die ist seit 125.000 Jahren bewohnt, sowohl von Neandertalern als auch modernen Menschen. Und wir versuchen Ihnen an mehreren Stationen näher zu bringen, wie die Menschen damals gelebt haben und gejagt haben. Der Archopark bietet Ihnen die Möglichkeit, in die eiszeitliche Welt der Steinzeitkünstler einzutauchen. Das zentrale Objekt aus dem Archopark ist das kleine vollständige Mammut, das aus Mammutelfenbein geschnitzt wurde. Das Mammut hat ein Alter von ca. 40.000 Jahren und ist eines der ältesten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Neben dem kleinen Mammut aus Elfenbein können Sie bei uns auch das Mammut in Lebensgröße bestaunen. Das wollhaarige Mammut lebte in der eiszeitlichen Steppe Europas und konnte eine Schulterhöhe von bis zu 3,75 Meter erreichen. Es wog zwischen 5 und 8 Tonnen. Die Menschen waren damals wie heute von der Kraft und Größe der Dickhäuter beeindruckt. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Tiere in den Kunstwerken verewigt wurden. Das Mammut vom Vogelherd wurde nicht wie einige der anderen Figuren bei den Ausgrabungen im Jahr 1931 gefunden, sondern bei der Nachgrabung im Jahr 2006. Es zählt zu den wenigen vollständigen Elfenbeinschnitzereien von der Schwäbischen Alb. Neben dem Mammut ist der Höhlenlöwe eines der am meisten dargestellten Tiere aus dem Vogelherd. Besonders gut sichtbar an dem Höhlenlöwen sind Markierungen, die am Rücken entlang laufen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Archopark und schicken unser kleines Mammut auf die Reise.